Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch eine kleine Skizze dieses Fahrzeugs hier. Das haben wir mit Markern für euch gemacht und bewusst eine bestimmte Perspektive gewählt, rund um diese Perspektive und andere Perspektivarten in unserem Buch 100 geniale Zeichentricks oder natürlich auf unserem Instagram-Kanal. So, und hier geht es auch schon sofort los zu der eigentlichen Skizze. Wir skizzieren uns als erstes so die Laufrichtung des Fahrzeugs, also praktisch die Kante und die Räder. Das heißt, die sind dann schon bewusst so gewählt, dass wir die seitlich sehen. Das macht natürlich eine ganze Menge aus und bauen das Stück für Stück nach oben auf. Das heißt, hier die Verbindung. Und das Schöne an so einem Filzstift ist, dass man, wenn man ganz schnell skizziert, eigentlich nur leicht einen leichten Strich aufs Papier legt, macht man das Ganze mal ein bisschen kräftiger, dann passiert viel mehr, dann erkennt man auch schon sozusagen die kräftigen Striche. Natürlich, wie immer, auch hier, wie über den Kugelschreiber, radieren ist nicht möglich, aber das ist ja das, was eigentlich spannend ist, wenn man dann sofort skizzieren kann. So, man sieht das jetzt hier, ausgearbeitet in allen Facetten, hier die vordere Partie, die wird auch noch mal ein bisschen gleich ausgearbeitet. Aber so im Grunde genommen ist das Sportfahrzeug schon da. Ganz wichtig natürlich, habt ihr vielleicht euch gefragt, woher wissen wir, wie die Entfernung der Räder zueinander sind. Das ist etwas, was man lernen kann. Es gibt spezielle Abstände bei einem SUV, Sportfahrzeug, Kleinwagen. Das könnt ihr natürlich bei uns im Kurs lernen, wenn ihr da seid. Oder ihr schaut unter onlinekurse.akademie.ru.de. Da haben wir spezielle Kurse, die rund um Transportation Design sich bewegen. Und hier geht es dann auch zu den Details. Das heißt, nachdem wir den Abstand richtig bestimmt haben, der Winkel da ist, man merkt, der Horizont des Betrachters ist so knapp über den Felgen. Und dann wird der Rest einfach klar und schnell aufskizziert. Das Ganze nimmt natürlich hier mehr Fahrt, wenn das jetzt mehr im Detail ist. Das heißt, die Punkte werden hier ein bisschen besser ausgearbeitet. Und hier die Zwischenräume. Man sieht sofort, was das natürlich ausmacht, wenn da ordentlich mehr Tiefe ins Spiel kommt. Und das Ganze hier noch ein bisschen schattiert wird, sodass wir dann den leichten Licht- und Schatteneffekt haben. Mit so einem Filzstift, also wir machen das sehr, sehr gerne, weil der Strich auch natürlich dann schön platziert ist. Die leichten, kräftigen Striche sind damit wunderbar zu machen. Es schmiert natürlich nicht. Und dann kann man, so wie jetzt hier, einfach mit einer ähnlichen Farbe, aber dann aus einem Markerspektrum das Ganze nochmal mit der breiten Seite ordentlich aufarbeiten. Man sieht jetzt schon hier, wie schnell Licht und Schatten platziert werden, was das ausmacht, wenn es um die Tiefe geht. Das ist etwas, was wirklich dann erst beim Zeichnen Spaß macht, wenn man das berücksichtigt. Und hier kommt dann noch die letzten kleinen Vertiefung unten, die noch ein bisschen Licht und Schatten angedeutet werden. Und mit der weichen Seite des Markers kann man dann so die auslaufenden Bereiche nochmal Licht und Schatten andeuten. Also vielleicht für alle, die jetzt zum ersten Mal vielleicht zuschauen, ihr könnt sowas bei uns im Kurs lernen, wenn ihr euch zum Beispiel für einen Studiengang vorbereiten möchtet oder natürlich Transportation Design studieren möchtet oder ihr seid aus dem Bereich Design, Automobildesign, Produktdesign, dann haben wir Kurse, Fortbildung für euch. Da müsst ihr uns einfach mal schreiben und wir beraten euch gerne zu den Möglichkeiten oder ihr ruft uns an und sieht, was dann alles möglich ist. So, man sieht es auch schon hier, wenn wir jetzt das Ganze nochmal mit der kräftigeren Seite ausarbeiten, nehmen wir den Bleistift und hier
das Ganze dann ordentlich kräftiger. Das macht natürlich eine ganze Menge aus, wenn da der kleine feine Strich als Bleistiftstrich nochmal platziert wird. Das rundet das Ganze ab und der Kontrast ist dann eigentlich perfekt. Versucht natürlich immer erst vorzuzeichnen, dann die mit einer erklärenden Hilfslinie, dann die Formen auch mal so ein bisschen zu erläutern, wie das Ganze funktioniert, wie es aufgebaut ist. Und ihr werdet sehen, dass sowas dann eigentlich ganz schnell ausgearbeitet werden kann. So, dann geht's um die Bereiche, um die Felge noch einmal. Und man kann natürlich hier und da keine Verbesserung machen, muss es aber nicht. Die Zeichnung ist damit eigentlich auch schon fertig, sonst wird es irgendwann auch zu viel. Also wichtig für euch wäre so diese Kombination aus Filzstift, Marker und Bleistift. Da könnt ihr ganz, ganz viel ausprobieren. Zeichnet es nach oder probiert was Neues. Ansonsten war es das schon. Das ist die fertige Skizze. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und bis bald. Euer Akademie-Ruhr-Team.